Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, oh, diese Musik, ne? wir waren beim letzten Mal hier im Altschwiller Krankenhaus noch unterwegs, beziehungsweise ja, haben das Krankenhaus verlassen und müssen tatsächlich jetzt in einen Antiquitätenladen stapfen, in der Hoffnung, da irgendwo Cheryl zu finden. Beziehungsweise nochmal einen anderen Hinweis, wo Cheryl sein könnte. Und ich würde vorschlagen, wie suchen wir da jetzt? Hier rechts ist das Krankenhaus. Ich würde vorschlagen, Post Office. Wir gucken mal. Diese blöde Musik, ne? Post Office. Kommen wir hier rein? Guck mal. Schaut mal, wir können hier hoch. Ach, nice. Okay. Wir können hier oben was machen. Nur was. Und diese Musik, die nervt, wirklich. Können wir hier was tun? Klemmt. Da können wir auch nichts machen. Ich frage mich echt, was das für eine komische Musik ist, die hier im Hintergrund, ja. Hier oben ist irgendwie ein Wasserturm. Oder sowas. Aber da kann man jetzt auch nichts dran machen, ne? Leider nein. Okay. Das heißt, hier müssen wir später nochmal hin. Gut, dann war es das erstmal nicht hier mit dem roten Gebäude. Ich will, dass diese ekelhafte Musik aufhört. Jetzt mal wirklich. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass die hier ertönt, diese komische Musik. Ah, da kommt ein Gegner. Okay. Ich denke mal, wir sollen nur die roten Räume absuchen. Das da oben ist offensichtlich eine Polizeistation, da müssen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen in das Gebäude der in der Simmons Street. So, was kommt da? Ein Hund. Frage ist... Da ist er! Okay. Da ist er. Können wir den genauso gut... Können wir den genauso gut platt machen mit dem... Ah, ich glaube nicht, oder? Nee, 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 nee. Das ist mir zu doof. Wartet mal. Ach du Schillige, wir sind rot, ja. Nimm mal das Tonikum, bitte. Und nimm deine Waffe in die Hand. So. Die Hunde kann man nicht so gut mit dem Dings klappern. Oh, die werden ja immer... Die werden immer aggressiver hier, die Dinger. Mann. Ah. Die werden immer aggressiver, die Hunde. Verdammt nochmal. Ich kann noch ein Tonikum schlucken. Ja, toll. Aber der Hund ist weg. Oh Mann, Freunde. So, wir gehen in die Sibbeth Street. In der Hoffnung, dass da was ist. Ich hoffe, dass das der Antiquitätenladen ist. Da ist ein Tonikum. Sehr gut. Das hole ich mir natürlich. Das habe ich natürlich gesehen. Was ist das? Was ist das denn? Bäh. Okay, ich glaube, da können wir den Stock wieder benutzen, beziehungsweise den Hammer. Bäh, was ist das? Was ist das denn? Wie schnell ist das Ding? Wow, was macht der denn? Ah! Bah, das sind Zombies oder so. Wieder andere Zombies, ja toll. Die Frage ist jetzt... Links ist der nächste. Okay. Da ist der nächste Zombie. Okay. Alter. Das ist ja ekelig, ey. Das ist richtig eklig. Au! Um Himmels Willen. Wie viel zieht der ab? Nicht viel zum Glück. Aber sauschnell das Ding. Wow. Oh, ich kann gar nicht so schnell schlagen, wie das Ding hier ist. So, jetzt aber. Nö, das ist... Oh, viel zu schnell, das Ding. Viel zu schnell. Nee, nur keine Chance. Okay, vor denen renne ich weg. Vor denen renne ich definitiv weg. Sind wir hier richtig? Ja, hier in das Tor vielleicht. Alter, wow. Noch ein Fliegevieh, auch noch. Oh. Sag mal, wie viele Gegner haut ihr mir hier vor die Latze, hä?
Wie viele Gegner noch? Komische Viecher hier. Ah, ich kann da auch nicht hin. Nee, da ist nichts. Oder ist hier was? Nee. Okay. Ich baller die gleich weg. Ohne Scheiß. Ist ein Mirage? Nee. Alter, Leute. Ah! Okay, das haben wir mit dem Hammer getroffen. Sehr gut. Hallo? Wir lassen den nicht entkommen. Oder so, ja. Genau. Wo ist der jetzt, dieser Blöde? Wartet mal. Der Bereich ist doch rot markiert. Hier muss es doch reingehen. Wartet mal, hier in dieses große Tor vielleicht? Nee, hä? Ach, da ist dieser komische Affe. Okay. Eieieiei, so. Wunderbar. Können wir hier rein? Können hier echt nicht rein. Also irgendwie ist das merkwürdig. okay. Vielleicht doch nicht hier, ne? Okay, ja, sie kommen wieder. Okay, das ist diesmal ganz offensichtlich gewesen, dass sie wiederkommen. Town Center, ist es vielleicht... Wartet mal, ist das vielleicht... Ja. Ist ja gut. Alter. Ist das vielleicht doch hier? Nee, hier ist zu. Geh bloß weg. Blödes Ding. Wo ist dieser Scheiß... Dieser Scheiß, ja. Wo ist dieser Antiquitätenladen? Verdammte Axt. Ah, Antiques, hier. Wartet mal. Antiques? Hier müssen wir doch rein können. Hier muss man doch rein können. Ein Andy Shop. Ne, irgendwie nicht. Hä? Wartet mal. Ist da vielleicht... Alter! Zwei Stück. Wo ist dieser blöde Antiquitätenladen, sag mal? Ich mache jetzt die Gegner hier kaputt. So. Mann! So. Wo ist dieser Antiquitätenladen jetzt hier? Kann man nicht rein, ne? Aber den Schlüssel haben wir, oder? Ja, müssen wir ja haben, weil wir ja aus dem Krankenhaus raus... Ja, genau. Ich bin rot. Verdammt nochmal. Wo ist dieser blöde Antiquitätenladen? Moment. Silent Hill. Ach, guck mal. Ganz oben. Wir gehen noch mal ein Stück weiter. Da habe ich nämlich jetzt oben rechts auf der Karte tatsächlich was gesehen, was noch Antik heißt. Genau. Wir machen einfach weiter. Diese Musik. Oh Gott, das will... Antik, hier, guckt mal. Ah! Ja, perfekt. Okay. Sehr schön, Freunde. Das heißt, wir können Schlüssel zum Antiquitätenladen verwenden. Und die Musik wird heftig. Aber wir können speichern. Sehr gut. Alter Schwede, ich glaube, wir müssen hier wieder die Taschenlampe anmachen. So. Ja. Hier wieder. Harry, wo bist du? Ah, da vorne. Okay. In einem Antiquitätenladen jetzt also. Okay, wir speichern mal. So, und gucken uns hier mal ein bisschen um. Sind noch auf der Stadt mit, ne? Nee. Nicht nochmal speichern, Freunde. So. Was haben wir denn hier? Hier ist nur Schrott, eigentlich. Spuren auf dem Boden weisen darauf hin, dass jemand den Schrank verrückt hat.
Wollen Sie den Rang verschieben? Ja, machen wir mal. Das machen wir mal. Ein Geheimgang. What's this? Oh! Harry! Sybil! Sybil? Oh, I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off, exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. Hmm? What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. They sell them to the tourists. The four still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. Maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. Hmm. What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. Sybil? Yeah? Do you know anything about... Well, like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry, you're tired. Yeah, maybe.
Ja, definitiv sind wir müde. Was ist denn hier jetzt? Okay. Ja, yes, wir haben Siebel getroffen. Die Polizistin aus der allerersten Folge. Und sie weiß nicht von dieser komischen Welt. Also es könnte sein, dass wir das alles nur träumen. Sehr interessant. Und ein langer Gang. Da ist wieder ein Loch. Stappen wir natürlich direkt durch. What's this? Some kind of altar. Never seen anything like this before. Von der komischen Maybe Priesterin. this is the other church. Aha. Okay. Sieht wie ein Altar aus. Was die wohl verehren? Das sieht in der Tat sehr merkwürdig aus da an der Wand. Oh Gott. Und dieser Tank. Oh. Ah, wir haben eine Axt. Okay. Eine Axt, okay. Die ist vielleicht. Wow. Was eine Musik. Das Schloss. Das heißt, da können wir nicht. Das ist alles hier? Nur so eine Axt und so ein komischer Altar. Mehr gibt's hier echt nicht. Nee, das war's. Okay. Wir haben eine Axt. Vielleicht kann man damit besser die Gegner killen. Ist das überhaupt eine Waffe? Mäßig wirksam als Waffe. Sehr effektiv im Kampf. Okay. Alles klar. Das heißt, wir nutzen weiter unseren Hammer hier. Okay. Das war's scheinbar. Oh. Okay. Are you okay? Harry? Harry? Aha. Okay, auf einmal verschwunden. Harry. Lisa? That I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa. Do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff. Black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it.
A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. So interessant gemacht. Also, es scheint hier irgendwas mit einer Religion zu tun zu haben. Was that another dream? Did I pass out again? Der Gedanke widerstrebt mir, aber vielleicht geschieht das alles nur in meinem Kopf. Ich könnte einen Autounfall gehabt haben und nun liege ich bewusstlos in einem Krankenhausbett. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Sybil sagte, Cheryl sei in Richtung See gelaufen, aber die Straße zum See ist versperrt. Gibt es andere Straßen? Lisa wüsste es wahrscheinlich. Gott, nein, schon wieder. Ah, okay. Wo sind wir? Wir sind noch. Okay. Wir sind drin, das war die Kritik. Also irgendwas scheint hier mit irgendwelchen religiösen. Ja, mit irgendeinem Kult zusammenzuhängen und sau interessant. Okay, und wir sind wieder in dieser Traumwelt. Kann sehr gut sein. Und wir sehen hier wieder dieses Zeichen. Sehr interessant das alles, liebe Freunde. Jedenfalls haben wir erstmal keinen Zielpunkt. Wir gehen hier raus. Ich will gar nicht raus. Ich will hier gar nicht raus. Aber wir müssen. Okay. Puh. Wo geht's denn jetzt hin? Also da ist ja gar nichts einge. Ja. Uff. Hier ist ja gar nichts einblockiert. Naja. Okay. Ich würde vorschlagen. Wir gucken jetzt noch einfach nochmal. Ach du Scheiße. Ja, die Frage ist jetzt. Also, erschreck mich doch nicht direkt. Verdammt nochmal. Ich lauf einfach. Ah, toll. Ja, guckt mal, jetzt ist hier überall diese. Ah, der Hund. Ah, das sind noch krassere Zombie-Hunde. Okay. Können wir hier rein? Was ist denn das? Hier ist ja zu. Ach du Scheiße. Alter, hier ist zu. Warum ist hier zu? Was ist das? Public Parking? Aua. Boah. Alter, das sind krasse Hunde. Wirklich. Wartet mal. Die schieße ich jetzt mal weg. Haben wir noch einen Tonikbogen? Nein, haben wir tatsächlich nicht. Und wir haben nur noch 10 Schuss von der Pistolenmuni. Das gibt's ja nicht. Ja, toll. Und jetzt hängen mir hier die Gegner am Hintern. Au. Es sind auch noch 2. Was machen wir denn hier? Wo bist du denn hin? Das ist ja richtig. Okay. Hier ist abgesperrt. Ja. Alter. Ihr Hunde. Ihr geht mir auf die Nerven. Können wir hier nirgendwo rein? Oh, das sind 3 Hunde. Vergesst es, ey. Das sind 3 Hunde. So. Wie geht's uns? Gut. Ja, toll. Und zum Glück noch genug Heilung hier. Kann man hier vielleicht rein? Nein. Ich bleib einfach jetzt mal in der Ecke stehen. Boah, wie viel hältst du aus, das blöde Köterteil? Toll, keine Bodybär. Das ist ja wohl ein Witz. Boah, nein. Mann. Das Kötervieh. Wirklich. So. Ist irgendwo noch ein Gegner, aber ich lasse das jetzt. Ah, wartet mal. Ah, nee. Wo kann man denn jetzt noch hin? Ha.
Gute Frage, ne? Also da hinten ist ja... Da ist dieser komische Affe da hinten. Was ist das hier? Mushings Florist. Ja gut, aber ich meine... Hier kann man ja nirgendwo anders hin, oder? FAA? Okay, Flugaufsichtsbehörde, warum auch immer. Kann man hier rein? Nein. Wo kann man denn noch hier hin? Hier ist ja alles total... Wartet mal. Also hier bin ich rausgekommen, auf jeden Fall, ne? Hier ist alles dicht. Ist hier dieser komische Affe. Okay. So, der ist weg. Sehr gut. Da kommt der nächste. Ach, die sind so schnell. Okay. Okay. Man kann mit K... Also, ach, K, wie laber ich? Mit X, nee, was ist das? Kreistaste. Ja, ich bin ein bisschen... Ah, guckt mal! Jetzt auf einmal. Okay, höchst interessant. Oh mein Gott. Und ich habe meinen letzten Buddy da verballert. Ja, ganz toll. Was sind wir jetzt hier? Silent Hill Town Center. Wie geht's uns? Orange. Okay. Mein Gott. Gibt's hier bitte mal irgendwo Munition. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So. Okay, hier ist alles irgendwie kaputt. Kann man hier über diese Rohre vielleicht? Boah, diese Musik hier, ne? Das sind nur Wände. Okay. Die Rolltreppen hoch. Oder was? Gibt es hier vielleicht noch irgendeine Munition? Nee, kommen wir gar nicht. Nee, kommen wir gar nicht weiter. Okay. Boah, was ist denn? Richtig krass. Ah! Boah, wie erschrocken. Wieder dieses Zeichen da. Ja gut, das ist tatsächlich religiös scheinbar. Alter Schwede. Eieiei. Da ist tatsächlich unsere Tochter gewesen. Und, ein Bild ist auf dem Bildschirm projiziert. Cheryl, wo könnte sie sein? Ja, das ist in der Tat echt merkwürdig. Und, alles klar. Wir müssen hier hoch. Ja, Mann. Cheryl ist wohl scheinbar in den Fängen dieser komischen religiösen Sekte. Fangen und da ist wieder irgendwas los hier. Okay, wir sind in einer Mall. Also in einem Einkaufszentrum. Und was sind da für Gegner? Ah, hier ist eh zu. Okay. Es ist immer noch hier, ne? Hier, es gibt keine Karte von diesem Bereich. Ah, und da klingelt meine Uhr gerade. Ganz klassisch, ne? Okay. Gut, liebe Freunde, können wir jetzt hier rein? Okay. Okay, was ist das jetzt hier? Wir haben noch eine Minute. Was ist das denn? Gewehrpatronen. Oh, ja, das nehme ich natürlich sehr gerne mit Schrotpatronen. Ein Verbandskasten. Ach, wunderbar, Mensch. Und ein Speicherpunkt hier. Das passt ja perfekt, Mensch. Das passt ja perfekt. Wunderbar, liebe Freunde. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge hier in dieser Mall mal weiter um. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, ein Juwelierladen.
Würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Jetzt ist gerne unter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.